Hallo, hier wieder euer Darth Defense zu einer neuen Folge Let's Play Star Wars Battlefront 2. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge. Einen schönen Sonntag, guten Morgen, Sonntag, Nachmittag, Sonntagabend, wann immer ihr das gerade schaut. Ich bin nicht der Einzige, der sich wünscht, das Imperium wäre nicht hier. Und ja, wir legen gleich mal weiter los hier und schauen mal, was wir hier noch machen können. Schießt, Leute! Oh, warte mal, muss ich hier aufladen hier? Verdammt! Los, weiter schießen, Leute! Ja, komm! Ja? Erledigt! So schalte ich einen nach dem anderen aus hier. Eine neue Taktik. Ja, Feigenschweine. Ey. Ja, wer sagt jetzt so Jedi Abschaum? Ihr kleinen Fixer. Na komm. Na komm, triff mal. Na geht doch. Meine Güte. Wir haben sie gefunden. Hä? Ach so. Haha. Kontakt bestätigt. Bäm. Erledigt. Alles gut hier. Alles gut. Oh. Oh, Zwischensequenz. Hallo? Hallo, kann ich jemand hören? Upsala, denkt fest, aber ganz schön fest. Wer sind Sie? Ich habe Sie rufen gehört. Klang, als würden Sie Hilfe brauchen. Ja, das stimmt. Könnten Sie mich wohl hier rausholen? Halten Sie still. Ich weiß, wer Sie sind. Warum helfen Sie mir? Weil Sie gefragt haben. Nein, das wird nicht bringen. Aber das hier, hör, warten Sie! Als Junge auf Coruscant fand ich sie unheimlich, aber sie? Kommen Sie. Wir müssen zusammenarbeiten, wenn wir hier raus wollen. Ein Jedi arbeitet mit einem also Imperialen zusammen. Ich auch. Anscheinend hat die Macht uns zusammengeführt. Na, was für ein Glück. Es ist immer mehr als Glück. Klar, die Macht. Haben Sie damit meine Männer erledigt oder war es Ihnen nicht schlimm? Es tut mir leid. Dachte ich. Also, warum lebe ich dann noch? Die ließen mir keine Wahl. Sie schon. Noch mehr Kämpfer! Geben wir uns gegenseitig Deckung, okay? Ja, aber wo ist meine Wahl, oder? Sie sind wütend. Wir sind hier die Eindringlinge. Der Bernstein. Er ist die Durakstahl. Und
sollte fast sofort haben. Und zwar springt auch bei Kontakt. Es ist hier. Wir nähern uns dem Observatorium des Unterhaltungs. Darum sind Sie also hier. Keine Sorge. Ich will es zerstören. Moment. Das Observatorium ist geschützt. Wenn ich die Verteidigung nicht entschärfe, explodiert die ganze Höhle und begräbt uns. Mist! Was steckt denn in dem Bernstein? Ich kriege das Terminal frei. So. Dann so los. Etwa? Besser. Mach das mal, mein Freund. Ich geb der Deckung. Jetzt tickt die Uhr weg. Na toll. Entschärf das Teil, Junge. Das Verteidigungssystem stört die Biosphäre. Ich glaube, wir wecken die Käfer auf. Machen Sie weiter. Ja. Wir wecken die Käfer. Noch mehr von denen. Alles gut. Ich habe alles im Griff, mein Freund. Mach mal keinen Terror hier. Alles im Griff. Alles easy. Die Käfer sehen nicht gerade glücklich aus. Ah. Macht Schub. Oh. Dell, beeil dich bitte. Mein Leben geht nämlich jetzt langsam runter. Ich möchte hier lebend rauskommen. Als Luke. Und nicht als begrabene Leiche. So, bam. Sauerei. Wie viel kommt da noch? Ja, unnormal. Oh. Na toll, du bist tot, du Blödmann. Verdammt. Terminal. Ach, nicht. Ja, ich auch, das Reservoir. Danke. Los geht's. Oh, ihr geht mir auf die Eier. 4 Minuten, dann explodiert das System. 4 Minuten? Junge. Sau, wie viele Käfer sind denn hier? Um Himmels Willen. Wir haben wohl beide Glück. Ja, Glück und Unglück würde ich da haben hier. Da hat immer mehr Käfer. Genau, der bleibt sitzen. Dann wurscht, macht Schub, mach. Bleibt er da hocken, als wäre nix. Was denn? Eisegriff. Wir haben nur noch 3 Minuten, bevor das System explodiert. Ah, gleich geschafft. Gleich haben wir's. Na, gehen wir mal rein, hä, Dell? Was auch hinter den Türen ist, die Käfer mögen es nicht. Da ist kein Schloss an dem Ding. Wie soll ich da bloß reinkommen? Mit dem Schlüssel. Genau, der Schlüssel ist die Macht. Das hat der Imperator ja. Warum hat der Imperator einen
einen Bunker, der sich nur mit der Macht öffnen lässt. Sagen Sie es mir. Der Mann, der den Jedi-Orden vernichtet hat, war insgeheim einer von Ihnen? Ich meine, Sie haben sich als Junge auf Coruscant vor den falschen Dingen gefürchtet. Hier ist nichts Gefährliches drin. Der Imperator beschützt Schrott. Das ist alles wertlos. Nein, nicht alles. Was ist das? Ich möchte diesen Kompass behalten, wenn ich darf. Ich muss diesen Ort zerstören. Warum sollte ich Ihnen das erlauben? Weil ich gefragt habe. Danke. Ich hindere Sie nicht an Ihrer Mission. Aber hat das Imperium nicht schon genug Unschuldigen geschadet? Na, da hat er recht. Da hat er Luke recht. Gut, dass wir uns getroffen haben, Dell. Und was passiert jetzt? Wir beide gehen getrennte Wege und tun so, als wäre das alles nie passiert? Das können Sie nicht, Dell. Es tobt noch ein Konflikt in Ihnen. Natürlich tobt da ein Konflikt. Ich bin nicht blind. Ich weiß, wozu das Imperium fähig ist, aber was bleibt mir sonst? Eine Wahl. Die Rebellion? Nein. Die Wahl, besser zu sein. Möge die Macht mit Ihnen sein. Möge die Macht mit dir sein, Luke. Willkommen zurück, Miko. Wir müssen eine Verbündete von meiner Heimatwelt Vardos zum Admiral bringen. Das Ziel ist Protektorat Glenn. Das ist eine Beamtin, die früher Agent Hask und mich betreut hat. Ich weiß nicht, was das mit der Operation zu tun hat, aber ich muss dem Admiral trauen. Ich bringe sie nach Vardos. Das ist die Dauntless. Die haben wir gerettet auf Fondor. Was macht sie hier? Sie liefert Fracht aus. Sie hatte die Satelliten an Bord. Moff Wraith sagt, die Satelliten wären für Operation Asche. Verrät uns aber das Ziel nicht. Der Admiral auch nicht. Jetzt weiß ich warum. Satelliten sind justiert, Sir. Exzellent. Ich habe Sie nicht gerufen, Commander Versio. Vardos ist unser Ziel. Eins davon, ja. Aber der ganze Planet und sein Volk, sie sind dem Imperium treu. Der Imperator befiehlt es. Wir vernichten diesen Planeten und andere Folgen. Furcht wird sich verbreiten und die Galaxis wird sich erinnern, wer die Kontrolle hat. Es ist unsere Heimat. Das Imperium ist unsere Heimat! Und wir tun, was der Imperator befiehlt. Ich nehme keine Befehle von Toten an. Du nimmst Befehle von mir an! Aktiviert die Satelliten sofort! Fliegen Sie nach Vardos, und zwar auf der Stelle. Holen Sie Protektorat Glepp. Sie ist Ihr einziges Ziel, verstanden? Das ist alles. Das ist alles. Kontaktieren Sie Agent Hask auf der Corvus. Ich muss mit ihm sprechen, und zwar unverzüglich.
Protektorat Gleb im Archiv. Mir nach. Wissen Sie noch, wo es lang geht, Kommandant? Ich habe ein gutes Gedächtnis, Agent. Dieser Sturm ist unnatürlich. Ich habe sowas noch nie gesehen. Die Bewohner müssen Todesangst haben. Das ist erst der Anfang. Wenn die Leute sehen, was wir getan haben, wird diese Angst sich durch die Galaxis verbreiten. Aber warum evakuieren wir die Zivilisten nicht? Zivilisten sind entbehrt. Unsere Leute gehen vor. Das sind unsere Leute. Diese Welt gehört zum Imperium. Wir sollten sie beschützen. So, jetzt sind wir endlich mal fertig mit Treten. Da kann ich jetzt endlich auch mal zum Ende dieses Portes kommen. Und ja, hoffe, dass ihr wieder viel Spaß hattet beim Zusehen dieser Folge. Und ja, hoffe, dass ihr dann auch wieder beim nächsten Mal dabei seid, wenn es heißt Let's Play Star Wars Battlefront 2 mit eurem Darth Steffen. Möge die Macht mit euch sein und Ciao mit V, und wir sehen uns genau wieder hier, zur selben Stelle, selben Welle. Euer Darth Steffen sagt Bye.